So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Taipan TV. Der DAX ist weiter abgerutscht. Ich habe noch ein Ziel, das ist noch etwas niedriger. Wem dieser Kanal gefällt, bitte abonnieren, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es was Neues gibt. Heute habe ich aber mal ausnahmsweise seit langem wieder mal eine Bonus-Cap-Empfehlung für Sie dabei, bei dem man über 30% verdienen kann, wenn die Aktie nicht fällt, sondern nur dezent weiter steigt. Dann zeige ich meine neueste Stillhalterposition. Also, gleich geht's nach dem Jingle weiter. Bevor es losgeht mit der DAX-Analyse, möchte ich noch mal kurz eingehen auf den Video. Das ist ja der meistgesehenste Video überhaupt hier von mir, 1458 Aufrufe. Und da hatte ich ja mal einen Trade aufgrund des neuen Options-Selling-Plugin vorgestellt. Ich hatte eine Call-Option auf Abercrombie & Fitch verkauft, der Basis 230. Hier sieht man nochmal den Chart. So, was ich raus will, hier kam dieses Signal. Ich habe den Call 230 für über 1,70 verkauft. Die Aktie ist weiter gefallen. Und bevor wir zum DAX kommen, will ich mal zeigen, wo diese Option jetzt steht. Die liegt jetzt hier mit $100 im Gewinn. So, und nach der DAX-Analyse und nach meiner Empfehlung für ein Bonuszertifikat habe ich die nächste Vorstellung einer Option, die ich geschrieben habe gestern. Bleiben Sie also auch nach der DAX-Analyse dabei. So, hier haben wir den DAX-Index. Letzte Woche hat er ja hier gehandelt, knapp an der roten Linie. Und ich habe gesagt, viel dürfe er nicht mehr fallen, weil halt die Wochenindikatoren weiter bullig waren. Ich hatte aber auch gesagt, wenn er im Three-Line-Break-Chart wieder hier unter die obere schwarze Linie geht, dann ist der Spaß vorbei. Wie man sieht, ist der Spaß jetzt wirklich vorbei. Der DAX ist nicht nur unter diese obere schwarze Linie gefallen, sondern hat auch diesen Keil wieder nach unten verlassen. Also, der DAX könnte durchgereicht werden bis 18.080 Punkte. Dann nimmt man hier diesen Fehlausbruch jetzt und spiegelt den nach unten. Und dann kommen wir hier auf diesen Bereich von 18.080, obwohl die R20-Line-Linie weiterhin auf hohem Niveau ist. Die bleibt oben, obwohl mein Gesamtmarktindikator jetzt endlich wieder grün ist. Sage ich, es wird in Richtung 18.080 Punkte gehen. Dazu mal ja auch hier diese rote waagerechte Linie, diese Ausbruchlinie wieder unterschritten wurde. Hier, das ist noch der Text von letzte Woche. Und wieso 18.080? Weil auch dort im Bereich diese untere rote Linie liegt. Die liegt hier unten bei 18.095. Also das ist jetzt mein Ziel im deutschen Aktienindex. Knapp 18.000 Punkte. Der kämpft jetzt immer noch mit der 50-Tage-Linie, aber der Supertrend, wie man sieht, hat gerade in der letzten Woche auf Verkauf geschaltet. Es müsste jetzt wirklich zu massiven Zinssenkungen kommen und alle wollen den DAX kaufen, dann geht es wieder nach oben. Vielleicht, aber ich bin da nicht so überzeugt, weil wir haben hier einen kleinen Optionsverfall. Wenn der DAX jetzt hier noch etwas tiefer geht, dann müssten große Putbestände abgesichert werden. Und das würde durch Futures erfolgen und die würden dann sozusagen dafür sorgen, dass der DAX weiter in Richtung Süden läuft. Mein neuer Gesamtmarktindikator hat hier in diesem Bereich schon fast die grüne Linie erreicht, nicht überschritten. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir sagen können, die Zeit einer Bodenbildung ist da. Aber solange die grüne Linie im Indikator noch nicht überschritten ist, kann es auch hier anhand dieses Charts noch weiter in Richtung Süden gehen. Wann kommt, wird es gefährlich? Hier muss ich wieder mal diesen lange nicht mehr präsentierten Chart nehmen. Wann wird es gefährlich, wenn der DAX jetzt hier auf ein neues Tief unter 18.216 Punkte abrutscht? So, das war eine kurze DAX-Analyse. Also, der sieht nicht allzu gut aus, aber es sind ja auch nur noch knapp, was haben wir hier, 300 Punkte, 250 Punkte nach unten Platz. Und dann ist ja die Marke von 18.000 Punkte wieder als runde Unterstützung, liegt da und dann werden wir weitersehen. Mehr kann ich in dieser Woche nicht sagen.
Manchmal gibt es halt solche Waren so. Und heute komme ich zu meiner Empfehlung, nämlich, so, hier haben wir die entsprechende Aktie. Ich habe mir mit Taipan habe ich mir einige Filter gebaut, die mir Bonuszertifikate anzeigen, die einen sehr hohen Sicherheitspuffer haben und mindestens einen Gewinn bringen von 20-30% und höher. Und da ist in den letzten Tagen ein Quanto-Bonus-Zertifikat auf Nvidia ausgespuckt worden. Natürlich nicht nur dieses, sondern ungefähr 1000 andere auch, die dann noch weiter zertiert werden. Und das stelle ich mal vor. Wieso Nvidia? Ganz einfach, die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend. Sie hat eine steigende 200-Tage-Linie. Sie befindet sich hier über der Unterstützung. Hier unten ist nochmal eine Unterstützung. Und dieses Bonuszertifikat hat die WKN HT7 T0K und läuft bis Ende nächsten Jahres. Ja, jetzt werden natürlich einige sagen, ja, das ist ja viel zu lang, da kann die Welt untergehen. Ja, da muss ich sagen, ja, oder auch nicht, wie man hier in dieser Aufwärtsbewegung sieht. Dieses Bonuszertifikat zahlt 130 Euro aus, solange die Aktie nicht die Marke von 70 US-Dollar berührt. So, jetzt steht die Aktie bei 108 US-Dollar. Und das ist ein Sicherheitspuffer von aktuell, ich zeige es hier mal, das ist das Zertifikat, das ist ein Sicherheitspuffer hier von 35% und bietet eine Maximalrendite von 33,84%. So, hier kann es jetzt einpassieren, die Aktie fällt durch diesen Trend, rutscht in die grüne Unterstützungszone und wird dort wieder gekauft. Wenn das nicht der Fall ist, kann die weiter durchgereicht werden bis zu 200 Tage Linie. Dann sollte aber mit der Abwärtsbewegung Schluss sein und dann sollte sich diese Aktie seitwärts bewegen, im besten Fall vielleicht auch wieder steigen. Aber hier würde ja sogar schon ein Anstieg ab hier reichen von 21 US-Dollar, damit dieses Bonuslevel erreicht wird. So, also dieses Zertifikat bietet jetzt seit 35, sondern nur noch über 33% Maximalrendite, solange die Aktie nicht über 33% fällt. Das ist der Abstand zwischen hier und hier. Und jetzt kommt's, wieso die noch so interessant ist. Ganz einfach, weil die Aktie saisonal sich hier ab dem 31.10. bis zum 29.05. um 65% nach oben bewegen soll. Selbst wenn die Hälfte dieser Bewegung kommt, würde das schon reichen, dass dieses Zertifikat sicher ist. Natürlich könnte ich hier auch irgendwelche Faktorzertifikate, Overhebelzertifikate präsentieren, aber ich bin da lieber auf der sicheren Seite, indem ich sowas hier präsentiere. Wer natürlich wissen will, was ich gemacht habe, ich handle ja Optionen, verkaufe Optionen. Ich habe ganz einfach mir einen Strangle aufgebaut, und zwar mit Dezemberlaufzeit hier einen Call. 181 habe ich für 90 Cent verkauft und einen Put der Marke 72, der sogar hier etwas höher als diese Linie, den habe ich verkauft für 1 Dollar. Das heißt, ich habe 1,90 Dollar kassiert und habe mir im Endeffekt selbst so einen Bonuszertifikat gebastelt. Natürlich, wenn die Aktie unter 72 fällt, dann ist nicht dieser Bonus weg, sondern ganz einfach, der Call ist dann fast wertlos. Und die Aktie ist dann günstig, die kriegt man günstig angedient. Aber jede Möglichkeit hier am Zeitwertverlust zu partizipieren ist mit diesem gegeben, weil das Ding läuft hier nur bis Dezember 24 und nicht Dezember 25. Also so kann man vorgehen, wenn man ein Handelskonto hat, bei dem man Optionen verkaufen kann. So, und jetzt kommen wir zu der Empfehlung vom Options-Selling-Plugin. Was ich hier jetzt präsentiere, die ich gestern aufgebaut habe. So, hier sehen Sie wieder mal alle Signale von gestern. Die oberen drei Kasten zeigen Put-Verkaufssysteme an mit den entsprechenden Kandidaten und die unteren drei zeigen Call-Verkaufssysteme an. Und da sieht man schon, der Markt scheint etwas zu kippen, weil wenn der Markt wirklich weiter steigen will, dann ist das hier oben voll, die drei Kasten, und hier unten ist es leer. Jetzt ist es umgekehrt. Und aus dem Grund habe ich auch gestern eine Call-Option geschrieben auf Vistra Energy.
So, die sieht man jetzt hier anhand des Systems Nummer 4. Dieses System hat gesagt, ich soll einen Call der Basis 107 oder höher verkaufen. Und ich habe dann einen Call der Basis 110 geschrieben und habe diesen Call für 105 US-Dollar verkauft. Das ist hier oben. Empfohlen war ja 107,24. Wieso hat mir das so gut gefallen? Ganz einfach. Abwärtstrend intakt, zwei Widerstandszonen hier im Weg und die Aktie kann weiter fallen, im besten Fall bis in den Bereich von 64. Aber wenn sie sich nur hier in diesem Bereich auffällt, würde das ja ebenfalls schon reichen, dass diese Option weniger wert wird. Vielleicht sogar wie Abercrombie, wie die Call-Option auf Abercrombie & Fitch. Übrigens, das ist System Nummer 4. Das bekommt den Namen Proluctrum 1.0 Trend Change Short. System Trend Change bedeutet, es muss nach einem starken Aufwärtstrend zu einer Konsolidierung kommen mit einer längeren Seitwärtsbewegung, die so ungefähr wie die hier laufen soll. Und dann müssen bestimmte Sachen passieren. Dann kommt hier ein solches Signal und dann wird halt hier ein entsprechendes Signal ausgespuckt. So, hier haben wir auch schon so ein erste Trendwende-Signal gehabt. Da hat sich die Aktie nach oben und wieder seitwärts bewegt. Aber einer der wichtigsten Gründe für dieses System und wie auch für alle Systeme ist, dass die historische Volatilität auf 30 Tage über 50 ist. Und das ist hier schon seit April der Fall. Das heißt, wir hätten hier die ersten Call-Verkaufssignale bekommen, weil ja hier dieser Indikator, die historische Volatilität, deutlich über 50 ist. Jetzt kommt die erneute Möglichkeit, einen Call zu verkaufen. Und diese Möglichkeit habe ich jetzt genutzt und jetzt werden wir sehen, was weiter passiert. Übrigens passiert so etwas hier nicht oft. Ich zeige jetzt mal alle Kurse dieser Aktie an. Erst seit 2017 ist das hier der erstmalige Bereich, in der mehrere solche Signale auftreten. So, das war es wieder mal aus Bobs Börsenecke. Das System, habe ich eben schon gesagt, bekommt den Namen. Wo haben wir es hier? Muss ich nochmal zeigen. Ein Jahr. Proluctrum 1.0 Trend Change Short. Es gibt natürlich auch noch andere Systeme, die heißen auch Proluctrum 1.0, aber die haben dann ganz andere Einstiegsparameter. Das war's und tschüss, bis zum nächsten Mal.